Fortuna Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Europa und die Welt stehen vor einer Vielzahl außenpolitischer Fragen. Wahrscheinlich können wir die wenigsten ad hoc lösen. Wir haben die Türkei-Wahl, wir haben den Ukraine-Krieg, der uns seit jetzt fast mehr als einem Jahr beschäftigt. Es geht um Rückführungen von Flüchtlingen. Wir müssen noch immer die Migrationskrise behandeln. Und wir brauchen Fragen und Antworten auf unsere eigene Zukunft. Eine dieser Möglichkeiten bestehen hier beim Erste Bank-Gipfel. Entscheiden Sie sich für Europa und die Zukunft. Wie schauen die Antworten in Zukunft aus? Mein Name ist Karl Wendel. Ich spreche heute mit Außenminister Alexander Schallenberg. Er hat die Konferenz hier eröffnet und hat einen Satz gesagt bei der Eröffnung, der interessant ist. Sie haben gemeint, Putin hat mit seinem Krieg in der Ukraine uns aufgeweckt. Herr Minister, was bedeutet das? In Wirklichkeit haben wir uns alle das nicht vorstellen können. Wir haben gedacht, dass wir einen Krieg sehen, entweder in Schwarz-Weiß-Fotografien, weil er aus der Vergangenheit kommt, oder das sind Bilder aus anderen Kontinenten. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir in Europa wieder einen Krieg haben, sehen werden mit Panzer und Raketen, wo Zivilisten brutal zur Zielscheibe werden. Und wir sind sozusagen eines Besseren belehrt worden, dass Wunschdenken nicht eine gute Basis für Politik ist. Und das war wie ein, ich sage immer, ein geostrategischer Eiskübel, der uns am 24. Februar letzten Jahres ins Gesicht geschmissen wurde, der uns von unseren vielleicht etwas naiven Träumen, dass das alles so weitergehen würde, auch auf dem europäischen Kontinent, und wir diese postnationale Phase ad infinitum verlängern können, dass wir draufkommen, dem ist nicht so. Und dass manche Staaten sogar die Art, wie wir leben, als Aggression empfinden und als Herausforderung. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich richtig reagiert in den letzten 15 Monaten. Wir haben gezeigt, wir sind viel stärker, als wir selber wahrnehmen. Wir sind geeint. Und das, was man immer wieder versucht, sei es aus China oder Russland zu porträtieren, das sind schwächliche, ungeeinte Demokratien, die man nur antupfen muss und sie fallen um. Das hat sich als falsch erwiesen, als Annahme. Wir sind stärker, geeinter, als wir uns selber zugetraut haben. Der Titel der Veranstaltung hier ist Time to Decide. Wir müssen uns entscheiden, wofür, wohin geht die Richtung Europa? Ich glaube, der Titel ist insofern richtig, weil wir wissen, ob wir es nun wollen oder nicht. Die Art, wie wir jetzt agieren, als Europäische Union oder als freie westliche Welt, wird die Art, wie wir gesehen werden, global beeinflussen, über Jahre und Jahrzehnte hinaus. Und wir werden ja nicht nur beobachtet in Moskau, sondern auch in Pretoria, in Buenos Aires, in New Delhi. Und ich merke auch in meinen Gesprächen mit Partnern, dass sie sehr stark wahrnehmen, wie geeint wir sind. Das hätten sie vielleicht auch nicht erwartet. Und daher insofern ja, es ist eine Zeit, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir merken, das merkt ja auch jeder Österreicher, dass das sozusagen eine Zeit ist, wo Entscheidungen getroffen werden, die vermutlich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, unser Leben beeinflussen werden. Da geht es nicht um den Krieg in der Ukraine, es geht auch um Klimawandel, es geht um die Art, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Wir haben viele Themen, die uns momentan beschäftigen und wo wir, glaube ich, sehr weise, ruhig und pragmatisch Lösungen finden müssen, und wir tun das bislang. Gibt es eine Möglichkeit, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen? Sie haben mehrfach angeschnitten, dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt in der Außenpolitik. Gibt es die Möglichkeit und gibt es Brücken nach Moskau? Also die Gesprächskanäle sind nie gänzlich abgerissen, selbstverständlich. Und ich zitiere da immer sehr gern Egon Bahr, der Architekt der ehemaligen deutschen Ostpolitik, der mal gesagt hat, Amerika ist unersetzlich, aber Russland unverrückbar. Denn eines ist klar, weder die Geografie wird sich ändern, noch die Geschichte. Russland ist Teil der europäischen Geschichte, ist Teil der europäischen Geografie, wird unser größter Nachbar bleiben. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, mit diesem System des Wladimir Putin, des Präsidenten der Russischen Föderation, wird Vertrauen und Dialog eigentlich so gut wie unmöglich sein. Sie haben betont mehrfach, dass wir mit den Nachbarn, unseren direkten Nachbarn, gut umgehen müssen und vor allem im Gespräch bleiben müssen. Gemeint ist der Westbalkan. In weitester Folge ist aber auch die Türkei ein europäischer Nachbar. Und es war eine historische Wahl, die jetzt geschlagen wurde. Es wird eine Stichwahl geben. Einmal ist eine österreichische Außenministerin von der Türkei als blond,
2 Meter groß und ziemlich eigensinnig beschrieben worden. Wie sehen Sie die Wahl in der Türkei? Und natürlich haben wir das mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Die Türkei ist ein wichtiger Staat, eine regionale Macht. Denken wir nur an den Getreidedeal mit der Ukraine und die Kontakte, die weiterhin auch Erdogan mit beiden Seiten pflegt. Das ist ein wichtiger Staat, auch punkto Migration ist ein großes Thema. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass dieser Wahlkampf sehr viel ruhiger verlaufen ist als vergangene. Gerade auch was Auftritt in Westeuropa betrifft oder was die ganze Rhetorik gegenüber der Europäischen Union betrifft. Und ich glaube, jetzt müssen wir abwarten, was die Stichwahl bringt. Und es ist Gott sei Dank nicht zu diesen Zusammenstößen gekommen, die durchaus manchmal mancherorts erwartet wurde, sondern das war eigentlich ein durchaus ruhiger und vernünftiger Wahlkampf von beiden Seiten. Und das ist, glaube ich, den Türken, wenn man die Wahlbeobachtung anschaut, durchaus bewusst, dass das eine Richtungsentscheidung ist. Glauben Sie, dass, sollte es tatsächlich, gut, dass es in die Zukunft schauen, zu einem Wechsel kommen, dass es da Probleme geben könnte, oder wäre das für Europa von Vorteil? Also ich glaube, dass allein, dass es jetzt eine Stichwahl gibt, zeigt, dass das ein Staat ist, der die Grundregeln der Demokratie einhält. Und ich möchte jetzt nicht spekulieren. Für uns ist wurscht, wer sozusagen die Spitze der türkischen Staates ist, ist ein wichtiger Gesprächspartner. Man darf nicht vergessen, die Türkei ist ja auch NATO-Mitglied. Das heißt, sie haben eine westliche Anbindung, die nicht die Europäische Union betrifft. Und das ist für uns ein wichtiger Gesprächspartner. Wir haben hier ein ganz klares Interesse, gerade was Migration betrifft. Die Türkei beheimatet an die 3 Millionen syrische Flüchtlinge und erhält auch dafür große Unterstützung von der Europäischen Union. Aber das ist viele Themen, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Und da muss ich ganz offen sagen, eigentlich egal, wer in Ankara am Ruder ist. Ja, aber Thema Migration ist auch ein Thema, das in Österreich immer wieder auch innen- wie auch außenpolitisch ganz vorne auf der Agenda steht. Sie haben ja den einen oder anderen Rückführdeal abgeschlossen mit Ländern. Was war das und was bedeutet das für die Zukunft? Ich glaube, dass ja, wir versuchen sehr, sehr stark, und das ist uns gelungen, jetzt zum Beispiel mit dem Migrations- und Mobilitätsabkommen mit Indien, dass wir hier entsprechend Abkommen schließen mit Drittstaaten. Man muss dazu sagen, die Rückführungen sind gewissermaßen unsere Achillesferse. Weil von 10 Personen, die keinen Asylstatus in Europa bekommen, ist es weiterhin so, dass an die 7 davon trotzdem auf diesem Kontinent bleiben. Und das ist eine Situation, die für uns eigentlich untragbar ist. Wir wollen eine Situation, wo wir einerseits legale Migration zulassen können, also wir brauchen auch Arbeitskräfte in Österreich, aber ganz klare Kante und Schranke und Nein zu illegalen Migration. Und wenn jemand kommt und versucht, illegal hier Fuß zu fassen, dann müssen wir die rechtlichen Möglichkeiten haben, diese Person auch wieder zurückzuführen in ihr Heimatland. Sie waren gerade in Asien, konkret Sie waren in Vietnam, haben dort mit einer Wirtschaftsdelegation viele Gespräche geführt. Es verschiebt sich ja alles ein wenig. China ist der große Player. Vietnam ist eine Möglichkeit, sich wirtschaftlich auszudehnen. Wie sehen Sie die Kontakte zu China und eben den gesamten asiatischen Raum? Also wir sind eine Exportnation. 6 von 10 Euro verdienen wir im Export. Und ja, Österreich war sehr stark engagiert im Osten. In Russland, in Belarus, aber auch in der Ukraine. Und natürlich gibt es dort sozusagen eine Hangabrutschung. Das ist ganz klar. Und österreichische Unternehmen müssen teilweise sehr beträchtliche Beträge abschreiben. Und wir müssen uns nach neuen Märkten umschauen. Das ist in Wirklichkeit die große Botschaft der Pandemie und jetzt des Krieges. Eine Quelle ist nicht genug. Ein sozusagen Weg ist nicht genug. Man braucht viel mehr, das nennt sich De-Risking, dass man die Risiko minimiert und diversifiziert. Da kommen Staaten wie Indien zum Beispiel auch in Frage. Ich habe jetzt 6-mal meinen indischen Kollegen getroffen in den letzten 18 Monaten. Oder eben auch Südkorea und Vietnam. Beide Staaten habe ich mit einer größeren Wirtschaftsdelegation besucht. Das ist genau diese Idee, dass wir diversifizieren müssen, neue Märkte schließen müssen. China bleibt natürlich ein Thema. Aber es gibt schon ein Fragezeichen, weil was haben wir in Russland erlebt? Dass die Idee, dass wir politische Risiken minimieren können, indem wir wirtschaftliche Abhängigkeiten wechselseitig erzeugen, dass diese Idee eigentlich eine falsche Annahme ist gegenüber autoritären Regimen. Und den Preis zahlen wir gerade in Russland. Und in China gibt es diesbezüglich schon ein großes Fragezeichen. Momentan, und das hat uns der Krieg in der Ukraine gezeigt, herrscht die Politik der Gewalt. Früher war es die Politik der Diplomatie. Ist das der neue Weg, Politik der Gewalt? Nein. Also ich muss auch ganz offen sagen, wir Europäer hätten das ja nie gemacht.
Wir haben ja noch am 23. Februar nicht für möglich gehalten, dass man einfach mit Panzer und Raketen einen Nachbarstaat überfällt, wenn man neoimperialistische Anwandlungen hat. Also wir arbeiten dafür, und das ist auch wirklich meine persönliche Arbeit, dass wir wieder irgendwann Raum für Diplomatie haben. Weil eines ist klar, und das sagt der Hausverstand, Frieden wird nie am Schlachtfeld, sondern immer nur am Verhandlungstisch geschlossen. Auch ein Waffenstillstand braucht Verhandlungen. Und wir haben aber momentan eine Situation, wo sehr deutlich eine Seite nicht nachgibt, versucht hier mit Teilmobilisierung und neuen Offensiven Terrain zu gewinnen. Und um es deutlich zu machen, Putin könnte morgen den Krieg beenden, dann ist er zu Ende. Wenn Zelensky, der ukrainische Präsident, ihn beendet, dann ist die Ukraine zu Ende. Es heißt vielfach, dass die Ukraine möglicherweise schon in naher Zukunft Teil der Europäischen Union sein könnte. Befürworten Sie das oder wäre das ein Affront gegenüber den österreichischen Partnern am Westbalkan zum Beispiel? Also meine Linie ist ganz klar. Ja, wir müssen diese Staaten sozusagen klar in unserem Lebensmodell verankern. Aber was es sicher nicht geben kann, ist sozusagen eine Überholspur. Auf Englisch nennt man das Fast Track. Also ich will nicht haben, dass der Westbalkan liegt am Pannenstreifen und die Ukraine ist sozusagen auf der Überholspur. Wir haben vor 20 Jahren den Staaten in Südosteuropa das Versprechen gegeben, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden. Wir müssen dieses Versprechen halten, weil auch diese Staaten sind in einer volatilen Region. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch dort Russland Einfluss hat. Und entweder wir schaffen es, unser Lebensmodell dorthin zu exportieren und zu verankern, oder wir werden irgendwann plötzlich mit alternativen Lebensmodellen konfrontiert. Sie mögen aus der Türkei, China oder Russland kommen, und das kann nicht in unser Interesse sein. Österreich, das ist Teil unserer Sicherheit. Das ist nicht Altruismus, das ist wohlverstandenes Eigeninteresse. Vor einem Jahr hieß es, wir werden im Winter frieren. Wir werden echte Versorgungsengpässe haben auf allen Ebenen, nicht nur in der Energiefrage. Haben wir das jetzt einigermaßen gut gelöst, diese Gaskrise? Also ich sage nicht, dass wir nicht sorgsam umgehen müssen, dass wir nicht Herausforderungen haben, die wir angehen müssen. Aber ich nehme schon wahr, dass ich sage das manchmal ein bisschen überspitzt, Europa ist manchmal der Kontinent der Untergangspropheten. Also was immer geschieht, wenn ich denke an den Beginn der Pandemie, dann heißt es, es wird die größte Insolvenzwelle der Welt, der Nachkriegszeit geben. Der Arbeitsmarkt wird einschmelzen. Beides ist nicht eingetreten, eigentlich genau das Gegenteil davon. Am Beginn des russischen Angriffskrieges hieß es, das Licht wird ausgehen in Europa. Wir werden in eine Rezession fallen. Beides wieder falsch. Also ja, man muss die Probleme sehen und sie angehen, aber bitte mit einem gewissen Maß an Realismus und wir haben allen Grund, auch etwas Stolz oder ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren angesichts dieser Herausforderung eigentlich als stark, geeint, flexibel und resilient gezeigt. Und ich sehe keinen Grund, warum es in Zukunft nicht so sein sollte. Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort für unser Interview. Danke, Herr Minister. Der Titel der Veranstaltung hier in der Erste Bank ist Zeit zur Entscheidung. Der Herr Minister hat beantwortet die Fragen, wie sich Europa und vor allem auch Österreich entscheiden werden.